Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Das sage ich eigentlich immer bei Ramses Kitchen, aber heute, ihr kennt das ja, es ist Dienstag und es läuft immer noch die Sinnoh-Nostalgie-Herausforderung. Das heißt, jeder ist auf der Suche nach dem Pikachu mit Lucario-Mütze in Shiny. Einige von euch werden das natürlich schon haben, andere wollen das unbedingt haben und ich biete euch hier also noch einmal die Chance, ein Shiny Pikachu mit Lucario-Mütze zu bekommen. Gestern Abend war ja der Livestream, da haben wir das Pikachu mit der Rayquaza-Mütze verlost in Shiny. Die Woche davor das mit dem, die Woche davor halt das andere hier mit Glurak und Nachtara war das zweite, genau. Jetzt ist also die vierte Woche, das vierte Gewinnspiel. Es ist wieder ganz einfach, ihr müsst keinen Kommentar. Doch, müsst ihr, okay. Ihr müsst das Video nicht liken, ihr müsst das Video nicht teilen, ihr müsst keine 10 Freunde markieren. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar unter das Video posten mit dem richtigen Hashtag. Den werde ich gleich bekannt geben. Aber vorher noch kurze Info für die Leute, die es interessiert. Ich habe es gestern schon angekündigt im Stream. Heute ist ja wieder die Bronzelstunde bzw. Spotlightstunde mit Bronzel, was es als Shiny gibt, als Bonus natürlich doppelte Bonbons fürs Verschicken von Pokémon, wo ich mir denke, wenn ihr die ganze Zeit am Fangen seid, wie wollt ihr da eine Stunde lang in Ruhe euren Beutel ausmisten und alle Legendären verschicken, da verpasst ihr ja alle Bronzel, außer ihr lasst klickern und verschickt nebenbei Legendäre, aber ich will ja zocken, also habe ich gar keine Zeit was zu verschicken, vor allem nichts Legendäres, weil dann entgehen mir ja wieder die Bronzel, also richtig komischer Bonus, eine Stunde lang, wenn das bei einem Event ist, eine Woche lang und ihr gerade mal nichts macht und dann aussortiert, okay, aber in einer Stunde doppelte Bonbons. Das geht vielleicht für die Bronzel, die ihr fangt, dass ihr die schnell durchklickt und weg, aber genau, was ich sagen wollte, werde ich heute Abend also auch streamen von 18 bis 19 Uhr von zu Hause aus, nicht rumlaufen. Ich habe ja gesehen, Sabrina letztens, die hat ja auch dann, ist nicht rumgelaufen, die hat sich einfach ins Auto gesetzt an den Stop. Hat da einfach ihren Rauch angemacht. Der Rauch ist immer noch effektiv, dass der pro Minute ein Pokémon anlockt. Dann sitzen ja auch mal so welche da. Dann habt ihr noch das Modul, was ihr anmachen könnt. Also ich kann das hier anmachen. Und werde vielleicht einfach eine Stunde, eine coole Zeit mit euch haben. Wer dabei sein möchte, schaltet heute Abend ein. Einfach 18 bis 19 Uhr auf meinem Kanal. Also dann der Bronzel-Livestream zum Fang. Dann gibt es ab morgen Regiram, wissen wir Bescheid, aber darum kümmern wir uns morgen. Und jetzt kommen wir zum Hashtag. Ich habe ja vieles gesehen, was vorgeschlagen wurde. Ich sollte Leon Burkhardt nehmen als Vorschlag, aber das mit dem Julian Eisenstein war ja schon grenzwertig. Dem sollte ich keine Plattform bieten, habe ich dadurch aus Versehen gemacht. Der Leon Burkhardt ist ja Kollege von ihm, deswegen können wir das nicht machen, wir müssen das anders machen. Und was ein richtig gutes Thema ist, weil es natürlich auch für Aufsehen gesorgt hat, Aufsehen erregt hat und mich ein bisschen getriggert hat, war eben die Reeperbahn, der Pennymarkt auf der Reeperbahn. Und deswegen nehmen wir das einfach, den Hashtag der Pennymarkt auf der Reeperbahn. Der ist nämlich auch ultra lang und da habt ihr eine Möglichkeit, also mehrmals die Möglichkeit, euch zu verschreiben oder was falsch zu machen. Denn beim letzten Gewinnspiel abends war es ja wirklich so, wir haben einmal gelost und hatten sofort den Gewinner. Letzte Woche war es, wir haben viermal gelost, bis wir den Gewinner hatten, weil die Leute groß und klein durcheinander gebracht haben, haben sich verschrieben im Wort oder haben gar kein Hashtag in ihren Kommentar reingemacht. Deshalb, wenn ihr gewinnen wollt, schreibt einen Kommentar unter das Video mit dem Hashtag der Pennymarkt auf der Reeperbahn. Genauso wie es hier geschrieben war, wurde ja angezeigt. Deswegen, das ist eigentlich schon alles. Nur ein kurzes Video jetzt, weil heute Abend gibt es dann noch den Livestream und abends 20 Uhr lade ich noch eine Folge Ramses Kitchen hoch mit der Capital Bra Pizza Grillgemüse. Das sind nämlich auch ein paar Leute noch interessiert. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns hoffentlich heute Abend. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.